Die internationale Atomenergiebehörde warnt nach jüngsten Angriffen auf das Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja erneut vor der Gefahr einer möglichen Nuklearkatastrophe. Es habe weitere Schäden an Einrichtungen gegeben, so die IAEA. Es sei aber bislang keine Radioaktivität ausgetreten. Laut Betreiber wurde ein Reaktor abgeschaltet. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, den Angriff ausgeführt zu haben. Das Atomkraftwerk liegt im russisch besetzten Teil der Ukraine.